Tja, bin jetzt hier in Rennes Springs. Ist der 21. Januar. Im Roadhouse und ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Deswegen habe ich auch nach 61 Kilometer mir heute gesagt, ach, was soll der Scheiß. Zumal auch etwas, ein Spoke, also ein Speicher mal wieder gebrochen ist. Ich habe das aber reparieren können. Das Dumme ist nur, ich habe keinen Speichenbefestiger. Das muss ich dann also mit einer Zange machen. Das heißt, es ist ein kleines Unebenheit in dem Hinterrad. Aber das ist nicht so schlimm, das habe ich eben ausprobiert. Das funktioniert auch. Ich radel also dann morgen weiter nach Elliot. Das sind 90 Kilometer. Aber wenn ich genauso bin wie heute, bin ich da auch spätestens um 12 Uhr und dann kann ich mich wieder hinsetzen und nichts tun. Also es geht dem Ende zu. Und ich werde immer lahmarschiger.